Jahresvorschau 2012. Herr Belzig, das mit der Jahresvorschau, das hat nicht so ganz geklappt. Wieso? Also im Prinzip schon, aber es ist mir ein Rückblick. Schauen Sie, ein Jahresvorschau, das lohnt sich nicht. Und warum? Laut Maya-Kalender geht die Welt sowieso unter. Ja, Weltuntergang und? Ja, schauen Sie, so viel zur Zukunft. Ja. Ich habe immer gesagt, Zukunft ist die Scheiße, die kommt, ne? Sind's doch nicht so vulgär und auch nicht so negativ. Ja, wer ist denn negativ? Wer redet denn hier vom Weltuntergang? Wann soll er überhaupt genau stattfinden dann? 21. Dezember 2012. Und am 22. wird mein Festgeld frei. Schade. Im nächsten Winter ist Weltuntergang und Sie machen Witze. Sie wissen schon, was das bedeutet? Ja, klar weiß ich, was es bedeutet, dass die Fußball-EM noch stattfindet. Frau Gruber, Weltuntergang wird zum esoterischen Quatsch daher. Weltuntergang. Und selbst wenn, Zeit wär's. Sind's doch ein bisschen mehr optimistisch. Wenn ich optimistisch wäre, würde ich an den Weltuntergang glauben. Ja. Aber als Pessimist sage ich, er wird nicht kommen, der Weltuntergang. Und ich füge hinzu, leider werden uns und diese Dreckswelt noch eine Weile ertragen müssen. Sag mal, wie sind Sie denn drauf? Sie sollten sich wieder mehr mit den schönen Dingen des Lebens beschäftigen. Ja, gerne, wenn Sie sich kurz zur Verfügung stellen. Nach einem Tête-à-tête mit dir hätte ich wenigstens keine Angst mehr vor dem Weltuntergang. Na, 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 ja. Stichwort Weltuntergang 2011. Was war das für ein Jahr? Ein Ruin am anderen. Griechenland, Italien, die FDP. Mei, die FDP. Weniger Prozent als Klausthaler Bier. Also, wenn das so weitergeht, weiter so bergab, kriegen die bald ihren eigenen Spendenmarathon. Haben Sie den Philipp Rösler beim Bundespresseball gesehen? Haben Sie den gesehen? Ja, weil die Merkel nicht konnte, war er als Kanzler dort. Ich weiß, es hört sich an wie das irrige Fasel einer Wahnsinnigen, aber haben Sie gesehen, wie der Rösler selig gelächelt hat? Klar, weil er weiß, dass er im nächsten Jahr maximal da noch Häppchen servieren darf. Ja, und ach, schlechter geht's nur noch dem Euro. Der Euro, so tief gesunken, er ist schon fast mit Sarkozy auf Augenhöhe. Aber na, es gab auch erfreuliche Dinge. Schauen Sie, so viele Länder haben sich von ihren Diktatoren befreit. Libyen, Ägypten, Italien. Ach, ich werde ihn vermissen, den Berlusconi. Silvio Berlusconi, der Träger des Feminismus Bambi 2012. Don Copulazione, weg, Rücktritt, nach nur 17 Jahren. Italien raucht die Zigarette danach. Sowas wie den Berlusconi kriegst du doch eigentlich nur mit Migräne weg. Der tritt nicht zurück, der schwillt ab. Und dann immer dieses. Was ist denn hier alles für Zeit? Und ich sag's Ihnen, immer dieses Frauenbetatschen, diese groteske Frisur und dieses selbstgefällige. Na, ich bin nicht mehr bei Berlusconi, ich bin schon bei Gottschalk. Ja. Wetten, das und Thomas Gottschalk. Ja, dank Gottschalk konnten sich ja manche weiblichen Gäste die Mammographie sparen. Die Suche nach dem Gottschalk-Nachfolger gilt ja als die größte Krise des ZDF seit der Übertragung der Frauenfußball-WM. Und genau genommen suchen sie ja keinen Gottschalk-Nachfolger mehr, sondern einen Kerkeling-Nachfolger. Und sie haben sie wirklich jedem angeboten, der noch keine Wurstwerbung gemacht hat. Und jeder hat abgelehnt. Kerkeling, Bulli Herbig hat abgelehnt. Helmut Schmidt hat abgelehnt, denn in Großraumhallen darf nicht geraucht werden. Jopi Heesters hat man einen Zwei-Jahres-Vertrag angeboten, aber er sucht was Längerfristiges. Aber das Volk braucht Wetten, das. Es sehnt sich nach Glamour, Brot und Spiele. Man hat es doch gesehen bei der diesjährigen Bambi-Verleihung. Ach, die Bambi-Verleihung, eine wirklich festliche Gala-Veranstaltung. Oder wie ich es nenne, bunte das Musical. Und jeder wollte dabei sein in diesem Jahr als Berlins Antwort auf den Dalai Lama, nämlich Rapper Bushido, ein Integrations-Bambi, auch Sarrazin-Gedächtnis-Bambi bekommt. Der Mann, der so großartige Texte verfasst hat wie Berlin wird wieder hart, wir verkloppen jede Schwuchtel oder ich entscheide, wann du Homo stirbst. Ich meine, gut, in der heutigen Zeit ist man schon froh, dass so jemand einen in der U-Bahn nicht zum Pflegefall verprügelt, aber dass man ihm gleich einen Preis für Integration verleihen muss, ich weiß nicht. Also Heino war ja so entsetzt über den Preisträger, dass er nach 20 Jahren sein Bambi zurückgegeben hat. Ich meine, gut, für das Tier war das natürlich eine Erlösung.
wenn du 20 Jahre bei Heino im Wohnzimmer gestanden hast, da hast du eine Menge Elend gesehen. Apropos Elend. 2011 war ja auch das Jahr der Promi-Trennungen. Roland Pofalla trennte sich von Wolfgang Bosbach. Barbara Becker von ihrem Künstler, ich sag immer Künstler, weil arbeitslos klingt so uncharmant. Lothar Matthäus trennte sich von seinem Resthirn und Oskar Lafontaine von seiner Christa Müller. Oskar Lafontaine, die Rache der Saarländer an Deutschland dafür, dass sie keine Franzosen mehr sein dürfen. Der Mann, der mehr Ex-Frauen hat als seine Parteiwähler. Und wen hat er jetzt? Sarah Wagenknecht, die heinelesende Mischung aus Rosa Luxemburg und Stalin-Domina. Er fand sie ja anfangs gar nicht so attraktiv, aber sie hat ihm argumentativ widerlegt, dass er Unrecht hatte. Die einzige Enttäuschung war für mich in diesem Jahr eigentlich Veronika Ferris und ihr Herr Maschmeyer, dieser Chef von dieser AWD-Drückerkolonne. Also da hätte ich wirklich gerechnet, dass die in diesem Jahr heiraten, aber wahrscheinlich hat Maschi zu ihr gesagt, Schatz, ich muss dich nicht mehr heiraten, ich hab dich ja schon gekauft. Ja. Wo tue ich jetzt meine Nähe zu kriegen? Now is the time that the winter of our discontent is made glorious summer by this son of York. But I, in this welk piping time of peace. Ja, liebe Leute. Ich hab mir gedacht, solange noch in der EU sind, die Engländer, da kann man so ein bisschen, gell? Ja, man sollte ja nicht ganz vergessen, dass uns bei die Engländer auch viel Schönes geschenkt haben. Shakespeare, die Stones, die Beatles, okay, da, jetzt da, ihren Cameron, ne, diesen konservativen Thatcher-Klon. Also da hält man es am besten mit Obelix, die Spinnen, die Briten. Ich bin ja froh jetzt nach diesem ganzen EU-Scharmützel, dass es mal so ein bisschen auf die Engländer geht im Krisenbashing, weil das entlastet die Griechen. Und ich habe aber auch Verständnis, weil die Engländer sind schon länger sauer, seit Volker Kauder, unser großer Volker Kauder, ganz Europa verunsichert mit seinem Satz, in Europa wird jetzt wieder Deutsch gesprochen. Da wollten die Engländer schon den Stöpsel aus ihrer Insel ziehen, na, um sich mitsamt ihrer schrulligen Monarchie zu versenken. In Europa wird wieder Deutsch gesprochen. Was soll das? Es beherrschen ja selbst bei uns nur noch ganz wenige. Ey, Fresse, ey, sonst schlage ich dich Krankenhaus. Was mir in dieser ganzen Euro- und Europa-Debatte so fehlt, das ist die Diskussion um Werte. Jetzt nicht Leber- oder Depotwerte, sondern mehr so generell. Man hat es im ganzen Jahr doch gesehen, überall in der Welt, da hat sich die Jugend engagiert, jetzt wieder am Wochenende in Moskau, für mehr Demokratie, gegen den Lupenreinen, der die Wahlen manipuliert, wie die FDP-Spitze ihre Mitgliederbefragung. Da ist die Jugend aufgestanden. Ja, da ging's gut, bei uns waren am Wochenende auch Proteste, ne, so ist es nicht. In der Münchner S-Bahn kein Alkohol mehr gesoffen werden darf. Das sind Werte, für die es sich zu kämpfen lohnt. Gut, vielleicht sollte ich jetzt nicht gerade das Maul so voll nehmen. Aber gerade hier überall wurde gefragt, so, nach welchen Werten wollen wir künftig leben? Da ist der Deutsche schnell dabei, der sagt, das ist mir egal. Hauptsache, ich kriege das neueste iPhone. Na, und das ist super, weil dann nur so behalten wir das, was wir brauchen, Wachstum. Wachstum ist es wie Wachstum. Das beruhigt mich so zum Jahresausklang so ein bisschen, dass alle immer noch so verstetigt an das Wachstum glauben, dass das Wachstum das Allheilmittel für alles und alle machen mit. Wir setzen auf Wachstum. Wir kommen damit wieder auf einen ruhigeren Wachstumspfad. Für mehr Wachstum und mehr Beschäftigung. Wachstum. 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 Das ist der Dreiklang, mit dem wir Wachstum schaffen. Die Leute verstehen gar nicht, was sie mit Wachstum meinen. Es wird kein Wachstum geben. So viel können wir gar nicht wachsen, wie wir bräuchten. Auch 1% Wachstum ist natürlich Wachstum. Es geht also weiter aufwärts. Ja, so fängt Burnout an. Ne, aber das ist echt. Nein, es ist ehrlich. Ich finde es toll, wenn es die einzige Zukunftsvision bleibt, die wir haben, Wachstum, dann können wir uns wirklich zum Jahresende ganz entspannt zurücklehnen, von dem Willen beseelt und von dem Wissen, 2012 wird wieder genauso bescheuert wie 2011. So. Ja, aber
Ey, was ist denn hier? Das ist ja immer noch nicht aufgeräumt. Was macht denn der Malmsheimer den ganzen Tag? Ja, soll man die Sauerei wegmachen? Was soll denn da der Verwaltungsrat denken? Und, oh ja, sag mal, und wer hat denn unsere schöne Weihnachtstanne geschändet hier? Das wollen Sie jetzt nicht wirklich wissen. Wie? Ihre letzten Worte vor dem Abknicken waren, ich Dazan du Chain. Ich war Dazan? Ja, da hat sie mal gelacht, die Grube. Hat sie Alte kein Wort von gesagt, stattdessen hat sie irgendwas vom Weltuntergang hat sie erzählt. Ja, hätte ich auch bei dem Anblick. Bei welchem Anblick? Bei meinem Anblick? Ja. Was hab ich denn? Na ja, schauen Sie halt mal nach. Auf YouTube. Hat schon über 100.000 Klicks. Wir haben das jetzt wieder auf YouTube gestellt. Ach, Priol, ich ahne was. Du Sau! Ach, sind wir jetzt wieder? Sind wir wieder beim Du? Sie Sau! Ach so. Sie Sau, das ist doch. Ich Sau, ja. Ich sause schon weg. Bin schon. Ja. Ich bin jetzt noch mal hier kurz rausgekommen, weil ich muss noch was richtigstellen wegen vorhin. Ich habe vorhin nicht zum Ausdruck bringen wollen, dass unser Staat auf dem rechten Auge blind ist. Weil das wäre wirklich eine Beleidigung für alle Blinden. Ja, weil ein Blinder sieht auf seine Art auch sehr viel, kann auf seine Art sehr viel sehen, auch wenn er nichts sieht. Unser Staat hingegen sieht auf seine Art oft auch dann nichts, wenn er was sieht. Und das nennt man nicht Blindheit, sondern Blödheit, ja? Und nein, ich glaube nicht an die staatliche Blindheit. Nicht bei uns, nicht hier, in diesem so gut überwachten Land. Nicht in einem Land, in dem Polizisten manchmal hinter Bäumen hocken und auf Radfahrer warten, die telefonieren. Nein, ich glaube nicht an Blindheit. Es muss Blödheit sein. Oder Absicht. Oder manchmal beides. In Sachsen-Anhalt gab es beim LKA, beim Landeskriminalamt, mal eine Dienstanweisung, Hakenkreuzschmierereien nicht mehr als rechtsradikale Straftat zu erfassen. Begründung? Es könnten ja auch Kinder gewesen sein. Ja. Diese Statistikbetrüger, und dass es hier nur um Statistik geht, das ist nur eine wohlmeinende Annahme, weil man könnte durchaus auch auf andere Gedanken kommen. Bitte, ich möchte jetzt hier niemanden beleidigen, aber falls eine bereits beleidigte Leberwurst beim sächsischen Innenministerium gerade zuschaut, aufgemerkt, vielleicht könnten Sie mal bei Gelegenheit ganz kurz erklären, warum in eurem freistaatlichen Sachsensumpf immer noch knapp 40 Rechtsextreme ganz legal mit Schusswaffen herumlaufen. Amtsbekannte Rechtsradikale, die Schusswaffen besitzen. Ich meine, da wäre doch mal ein Blick ins Waffenrecht vielleicht ganz nützlich und der Begriff Amtsbekannt, hätte ich schon gerne mal wissen, ob der dann in dem einen oder anderen Fall womöglich als doch so eine Art freundschaftliche Verbundenheit zu verstehen ist. Ja? Bitte, ich darf doch um etwas mehr Verständnis bitten. Ja, natürlich. Natürlich. Ich darf doch um etwas mehr Verständnis bitten für unsere Polizei und Justiz. Ja, natürlich. Unser Anstaltsjurist, der Herr Uthoff, und wie immer von oben herab. Hä? Das hätte ich mir schon denken können, ihr schwarzen Robbenträger. Hä? Ihr da hackt keine Krähe der anderen das rechte Auge aus. Darum geht es doch gar nicht. Doch. Erstens geht es darum, dass die Polizei es doch ohnehin schon schwer hat. Schauen Sie, durch die Finanznot wird doch auf vielen Revieren schon das Benzin rationiert und Streifenfahrten müssen ausfallen. Ja, habe ich schon gehört. Und wenn man mal einen Notfall hat und sicher gehen will, dass jemand kommt, sollte man den Beamten möglichst anbieten, sie abzuholen. Ja. Sicherheit to go, sozusagen. Und zweitens stehen wir Juristen und insbesondere die Verfassungsrechtler zurzeit vor großen Herausforderungen. Ach ja, tatsächlich. Habt ihr wieder Kopftuchprobleme, ja? Nein, der Bundesgerichtshof muss in den nächsten Tagen entscheiden, ob das Hausverbot gegen den ehemaligen NPD-Chef Vogt in einem Wellnesshotel rechtens war. Wieso Hausverbot? Der Hotelier hatte die Buchung verweigert mit der Begründung, die Ansichten und Überzeugungen des NPD-Chefs würden das Wohlfühlerlebnis der anderen Gäste beeinträchtigen. Dann hat sich der Vogt durch alle Instanzen geklagt, er besteht auf sein Wellnessrecht. Erklären Sie mir mal bitte unseren Rechtsstaat, ja? Also ich meine, der Hotelier kann doch eigentlich reinlassen und rauslassen, wen er will. Wieso kann man da jetzt schon wieder klagen? So ist der Rechtsstaat eben. Keiner darf diskriminiert werden. Auch Rassisten haben ein Anrecht auf Grundrechte, ne? Selbst wenn sie diese abschaffen wollen. Ja. Manchmal ist es schon schwer, ein Rechtsstaat zu sein. Ha? Ja,